Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Holy shit, wieso bin ich verkehrt rum? Kann jemand vielleicht bitte das Zimmer umdrehen? Snickers, Eisgott, hast du das schon wieder? Ja, Danny, das war ich. Was hast du gestern getan? Gestern war ich bei Rewe, Snickers, Eisgott. Wieso fragst du mich das? Und hast du auch wieder fleißig Snickers, Eis gekauft? Ja, habe ich, Snickers, Eisgott. Ich habe 4 Snickers, Eis gekauft. 4 Packungen. Moment mal, aber habe ich dir nicht gesagt, du sollst 5 kaufen? Oh mein Gott, Snickers, Eisgott, ich kann da wirklich nichts für. Das Snickers war ausverkauft und da war nichts mehr drin und dann wusste ich nicht mehr, was ich tun soll. Bitte vergib mir. Hör auf, meine Räume umzudrehen, Mann. Meine Konsolen fallen immer gegen die Decke. Und wenn du es wieder umdrehst, fallen sie auf den Boden. Und dann sind alle kaputt. Okay, Danny, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du die nicht nutzt, dann bin ich sauer. Versprich es mir, Danny. Versprich es mir. Ja, okay, Snickers, heißt Gott. Ich werde es dir versprechen. Oh, er hat wieder den Raum umgedreht. Oh mein Gott, das passiert immer, wenn ich nicht 5 Snickers-Eis-Packungen kaufe, sondern 4. Jetzt wisst ihr, wie hart mein Leben ist. Jeden Tag 5 Snickers-Eis-Packungen. Heute dachte ich mir, dass ich meine FAQ mache und zum Schluss des Videos gibt es noch sehr wichtige Informationen, also bitte dranbleiben. Moment mal, wieso sage ich eigentlich bitte? Du musst dranbleiben, ansonsten, ja. Übrigens, wie findet ihr meinen Hintergrund? Also ich kann auch einfach vom Bildschirm weggehen, damit ihr ihn auch sehen könnt. Der ist richtig cool und um ganz ehrlich zu sein, ich denke, ihr findet ihn auch toll. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er euch wirklich so sehr gefällt. Deswegen würde ich gerne eine Abstimmung machen. Es gibt genau 3 Wege, um mir zu zeigen, ob euch dieser Raum hier gefällt oder nicht. Okay, Weg Nummer A ist, like das Video mit allen 10 Accounts, wenn es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, like es nur mit 5 unterschiedlichen Accounts. Dann kann ich merken, okay, die Mehrheit hat mit 10 Accounts geliked. Das bedeutet, dass die Mehrheit es mag. Wenn ich allerdings dann sehe, dass es die Mehrheit nur mit 5 Accounts geliked hat, dann weiß ich, dass ihr es nicht mögt. Methode B ist, du gehst jetzt auf den Link da unten und kaufst jetzt sofort bei GameKey for Me deine Spiele-Keys ein in Zukunft. Das ist, wenn du es magst. Und wenn du es nicht magst, dann machst du es trotzdem. Und jetzt kommen wir zur letzten Methode C. Die ist allerdings etwas langweiliger, deswegen würde ich sie nicht ganz so sehr empfehlen. Aber ich schreibe einfach in die Kommentare, wie toll ihr diesen Raum findet. Ihr müsst aber bedenken, das ist für die langweiligen Leute, die Mars-Eis mögen. Also wenn du nicht einer davon bist, dann tu das einfach nicht, okay? Jetzt will ich zu den Punkten kommen, wieso mir persönlich der Raum da hinten so gefällt. Punkt Nummer 1, man kann da sehr schön sitzen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, das war's, aber nein, das war's noch nicht, denn man kann sogar drauf liegen. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das die einzigen 2 Sachen waren, dann habt ihr falsch gelegen, denn man kann nur noch andere Sachen drauf tun. Und wenn das nicht genug war, dann kann man sogar noch drauf sitzen. Ja, das hatten wir zwar schon, aber es ist wirklich cool. So, nachdem ich euch gezeigt habe, wie toll eigentlich mein Zimmer hier ist und mein Akku gleich danach leer war, kommen wir endlich zum Wichtigen, worüber das Video eigentlich handelt. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich vielleicht vorher sagen würde, ganz gerne eigentlich. An alle Pokémon-Fans, ihr wisst, ich glaube, aber ich habe Groudon mit dem ersten Pokéball gefangen. Das ist so geil, ich habe ihn erstmal geschwächt, 2-mal mit Drachenklaue, dann hat er nur noch ganz wenig KP, habe ich einen Pokéball geworfen und auf einmal war er drinne. Ihr wisst gar nicht, was für ein geiles Gefühl das war, als der Pokéball aufhörte zu wackeln und es mir gehörte. Danach habe ich vergessen zu speichern und habe den DS ausgemacht. Habe ihn eine Stunde wieder angemacht und habe Selbstmord begangen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer hier eigentlich redet, ich bin der Geist von Danny. Hallo. Okay, aber jetzt, wo wir endlich fertig sind und alles gesagt haben, was wir sagen wollten, kann ich endlich zum Punkt kommen. Okay, noch eine letzte Sache, und zwar wirklich letzte Sache, und zwar geht es um Facebook. Ich hatte vor einem Tag einen Hund bei mir zu Hause, weil ich testen wollte, ob ich in der Lage bin, mit einem Hund umzugehen. Und zwar heißt der Hund Schnurek und er hat mich ziemlich verarscht. Ich weiß, alles klingt ziemlich komisch. Ich meine, wie zum Teufel kann ein Hund einen Mensch verarschen? Tja, anscheinend geht das, wenn der Hund bei mir wohnt. Ja, der liebe alte gute Schnurek schaut meine Videos und das ist seine Antwort drauf. Schnurek, ich fand das nicht okay von dir, was du da getan hast und ich bitte dich, dass du ein Entschuldigungsvideo machst. Und zwar, ich habe jetzt hier mein Handy, da es sowieso um Facebook geht, kann ich euch zeigen, was ich genau meine. Er hat nämlich ein Selfie von sich gemacht, wo ich mich frage eigentlich, wie er dieses Selfie gemacht hat. Und jetzt ratet mal, was er schreibt. Hey, mein Name ist Schnurek, ich bin auf Dannys Facebook-Seite, ohne dass er es weiß. Ich weiß kaum zu glauben, weil ich ja nur ein Hund bin, aber hat jemand ein Snickers-Eisknochen für mich? Bitte verrate Danny nicht, dass ich das hier tue, aber auch ich habe meine Bedürfnisse. Schnurek, 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 Hunde haben ganz andere Bedürfnisse als diese hier. Ich will, dass du mit diesem Video weißt, dass ich sehr sauer auf dich bin und ich erwarte eine Antwort von dir. Gut, wenn das deine Antwort war, dann freu dich schon mal auf meinen neuen Hund, den ich bekommen werde, denn der wird eh viel... Der wird eh viel besser sein als du. Na gut, ich hoffe, wir haben das Thema abgeschleckt und ich kann endlich auf eure Kommentare eingehen. Ich habe gerade eben einen Facebook-Post gemacht. Ich mache halt gleich ein neues Video. Soll ein FAQ werden, also schreibt etwas hin. Achtung, Fragen werden im Video angezeigt. Marc Oliver Richter fragt, wann kommt wieder, du wurdest verarscht? Es wird bald wieder kommen, wenn ich mich danach fühle. Wahrscheinlich aber nur auf der normalen Xbox. Allerdings wird es ein bisschen anders kommen. Und zwar werde ich die Leute nicht unbedingt beleidigen, sondern mich mit ihnen witzig unterhalten und vielleicht mit Freunden und so weiter und so fort. Ja. Übrigens, Marc Oliver Richter, bist du ein Richter? Wenn ja, dann könntest du ja die Sache mit mir und Schnurek richten.
Oder Richter richten ja, nicht die klären. Ich melde mich bei dir per private Nachricht. Florian Paul fragt, wie viele Mädchen hast du schon weggebankt? Nun Florian, das sind sehr tolle Fragen, die du da stellst. Aber so einer bin ich nicht. Ich meine, sieht man das mir nicht an, dass ich nicht so einer bin? Ich frag mich, wieso die Leute mal denken, dass ich sowas tue. André Stuto fragt, was wäre für dich schlimmer? Jemand klaut den Controller, sodass du nicht mehr zocken kannst, oder jemand klaut dein Snickers-Eis? Natürlich wäre es für mich persönlich sehr viel schlimmer, wenn jemand mein Snickers-Eis klauen würde, einfach aus dem Grund, weil ich mir einen neuen Controller einfach wieder kaufen könnte. Ich weiß, jetzt kommen manche mit dem Argument, dass man Snickers-Eis auch erneut kaufen kann, aber das ist Schwachsinn. Wann seid ihr zum Teufel nach Mediamarkt oder Saturn gegangen und habt gesehen, dass die Controller ausverkauft waren? Richtig! Gar nicht! Denn nicht so viele Leute kaufen Controller ein. Umso mehr Leute kaufen Snickers-Eis ein. Das heißt, wenn ich die ganze Packung dort kaufe oder alles bei Rewe auskaufe und es mir geklaut wird, dann habe ich nichts für den gesamten Tag, bis Rewe wieder was bekommt. Das soll keine Schleichwerbung für Rewe werden, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass es Snickers-Eis nur bei Rewe gibt? Snickers-Eis gibt es nirgendwo anders. Was soll das? Edeka, gibt's doch Lidl, Penny, Rossmann, hallo? Snickers-Eis, sagt euch das was? Tim Mauder fragt, was ist dein Lieblings-YouTuber? Deine Ma... Dennis Daub fragt, was ist dein peinliches Erlebnis? Wie alt warst du da? Dazu will ich nichts mehr sagen, denn damals habe ich ein Video dazu gemacht und das könnt ihr euch ansehen, das heißt sogar meine peinlichste Story oder so. Johannes Menzel fragt, wie oft wurdest du schon auf der Straße erkannt? Auf der Straße werde ich eigentlich immer erkannt, vor allem von euch. Das ist voll toll, denn dann schlecken wir uns mal gegenseitig ab. Macht immer extrem Spaß, ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung. Ich gehe in die Stadt und schlecke Abonnenten ab. Also eigentlich jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin oder auch auf der Straße. Oder im Fitnessstudio. Oder wo ich, hi. Dominik Rammelt, seit wann machst du schon YouTube? Seit etwas über 3 Jahren. Mike Bronner fragt, kannst du gut Fußball spielen? Natürlich, ich bin ein Fußballprofi. Auch Ronaldo und die ganzen anderen Vereine, obwohl Ronaldo kein Verein ist. Keine Sorge, ich weiß natürlich, wer Ronaldo ist. Das ist dieser hellblonde Fußballspieler. Und Messi, der 1,90 Meter große Muskulöse, ne? Keine Sorge, ich kenne sie alle. Ja, die haben mich gefragt, ob ich in ihr Verein kommen will, aber ich habe nein gesagt. Ich mache schon YouTube-Videos. Versteht sich doch, oder nicht? Gut, das war's mit dem heutigen Video. Mein Akku wird langsam leer, aber es gibt noch wichtige Ankündigungen genau zum Schluss des Videos. Diese wichtigen Ankündigungen lauten, dass jetzt wieder Top 5 Verarschen kommen. Und wer noch da mitmachen will, der kann da mitmachen, indem er Leute verarscht und diese Clips auf YouTube hochlädt und dann mir schickt. Bevor ihr jetzt denkt, ja, ihr sendet einen Clip ein, ich mache ein Video und gut ist. Nein, es gibt für den Erstplatzierten jetzt immer ein großes Geschenk. Das erste Geschenk sind 50 Euro für den Erstplatzierten. Das heißt, wie das Ganze funktioniert, ihr geht in irgendein Spiel rein, was mit Ego-Shooter zu tun hat. Also es können alle CODs sein, wirklich alle CODs. Ihr müsst einen Gegner online verarschen oder irgendwie verarschen auf jeden Fall. Ob es mündlich, ob es im Spiel ist, ist es vollkommen egal. Egal in welchen CODs oder auch in Battlefield meinetwegen. In Titanfall geht's auch. Oder in irgendwelchen anderen, bisschen bekannteren Ego-Shootern. Dort verarscht ihr die Person. Je besser eure Verarsche ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ins Video zu kommen. Es gibt mehrere Schritte, um in dieses Video reinzukommen. Wie ihr das macht, und zwar verarscht ihr erstmal jemanden, nehmt die ganze Sache auf, mit eurem Aufnahmegerät, was auch immer. Ihr ladet das Video auf YouTube hoch, auf nicht gelistet. Nicht gelistet, damit ich mir das Video auch selber anschauen kann, weil wenn es auf privat ist, kann ich es nicht anschauen. Also auf nicht gelistet und schickt es mir an die E-Mail-Adresse, die sich unten befindet. Ihr dürft genau einen Link neben dem Link zu eurer Verarsche auf YouTube noch dazu posten, den ich in der Beschreibung verlinken werde, damit ihr vielleicht noch ein bisschen Promotion abbekommt. Aber auch wirklich nur einer, sei es eure Facebook-Seite, eure YouTube-Seite, was auch immer. Und dann werden die Links immer in der Beschreibung sein, falls ihr die Leute auschecken wollt, die diese Clips eingesendet haben. Natürlich gibt es am Anfang nur 50 Euro in Anführungsstrichen. 50 Euro sind für manche vielleicht nicht viel, aber wenn man sich bedenkt, wie viele Snickers-Packungen man dadurch kaufen kann, dann ist es schon viel Geld. Keine Sorge, bei den nächsten Videos gibt es dann andere Gewinnpreise, die man gewinnen kann, wenn man erster Platz ist. Und dazu muss man nur Leute verarschen, deswegen, es ist eine coole Sache, die ich gerne wieder ins Leben bringen will. Und dazu mit Gewinnpreisen, weil ich gemerkt habe, dass die Clips, die ich einfach so eingesendet habe, mir persönlich nicht so gut gefallen haben. Nicht so gut gefallen haben, dass ich sie ins Video tun würde. Also bitte schickt mir nichts, was es nicht wert ist, geschickt zu werden oder so. Okay, wenn jemand nicht verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, in der Beschreibung steht alles nochmal, wie das Ganze funktioniert, wie ihr gewinnen könnt und wie ihr und wo und was ihr alles machen müsst, um Leute zu verarschen, an welche E-Mail, dass ihr das schicken müsst. Alles wird in der Beschreibung nochmal stehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, bewertet es mit dem Daumen nach oben. Abonniert doch jetzt meinen Kanal da unten, um keine Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1.